Aha. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ganz sicher nichts von dieser Nacht vergessen. Ich hätte dasselbe gesagt, aber irgendwas war anders. Ich muss den Rest sehen. Aber du weißt doch, was da unten geschieht. Das ist es eben. Ich bin... Da war jemand anders. Der wilde Jäger! Halt. War da jemand in dieser Nacht? Im Wald? Nein! Es war nur... Ich hab... Wen zum Teufel hab ich da gesehen? War der hey, wilde... Was machst du da? Ich wollte zum Steg. Ich wollte gucken. Ich dachte... Entschuldigung. Ich überlege gerade jetzt, die Geschichte vom wilden Jäger zu lesen. Ach so. Ich muss ja so lange drücken, bis... Drüben jemand? Der wilde Jäger! Was? Nein. Das war der wilde Jäger. Was? Wovon redest du da? In dieser Nacht. Ich dachte, das wäre der wilde Jäger im Wald. Aber ich schätze, das war nur irgendein Arschloch. Ein Arschloch, was einfach nur da stand und zusah, während Mar mich mit einer Schrotflinte jagte. Glaubst du, es war derselbe Kerl? Vielleicht. Ich meine, er muss es doch sein, oder? Sie trugen dieselbe Anglerkleidung. Ja, es sei denn, alle, die sich mit uns anlegen wollen, tragen dieselben Outfits. Moment. Ja, klassisch. Er war schon einmal hier, nicht wahr? Ja, genau. Ein paar Tage vor Mary Anns Tod. Vielleicht? Warte, spürst du das? Was? Hier. Tyler, nicht da! Unsere Mutter stritt mit jemandem am Dock um uns. Wir müssen wissen, ob es derselbe Typ war. Was, wenn diese Erinnerung... Was, wenn... Ich ertrag das nicht mehr. Wir müssen die Chance nutzen. Müssen wir wirklich? Ich meine, jemand wollte unsere Scheune abfackeln. Ja, und das bedeutet, wir sind auf der richtigen Spur. Ich gehe nicht auf den Steg. Nur noch einmal. Dem, was ich getan habe. Nur noch einmal. Nur noch ein letztes Mal. Bitte. Von wegen. Nur noch einmal. Immer wenn es abgeschlossen scheint, taucht irgendetwas Neues auf. Was, wenn wir nur so herausfinden, wer unser Vater ist? Dann leben wir eben einfach ohne ihn weiter. So wie bisher auch. Na los, wir finden die Wahrheit heraus. Für sie. Was, wenn die mich gar nicht interessiert? Hä? Hast du je daran gedacht? Nein, du bohrst gnadenlos weiter. Du musst Verantwortung für deinen Anteil an Mary Anns Tod tragen. Was? Aber... Kannst du das nur sagen? Hab ich nicht. Ich, oder doch hab ich wohl. Vorhin, zu Eddie. Aber ich schwöre, ich meinte nicht dich damit, Ellie. Können wir jetzt nicht mal unseren Stimmen trauen? Ich weiß es nicht. Allison. Ich tu's. Na los. Okay. Geht das nicht? Hm.
Ich muss länger gedrückt halten. Autsch, pass auf, du trittst mir auf den Fuß. Sehr unauffällig. Kannst du hören, was sie sagen? Still, wir wollen nicht, dass Mom uns hier erwischt. Ich wusste es, ich habe gesagt, das würde passieren. Wir hatten es aber schon. Das war der Streit, der zwischen Mary Ann und diesem Kerl. Konzentrier dich auf ihn, okay? Denk über nichts anderes nach. Du bist also hier, damit ich auch ja meinen Mund halte? Ich schulde dir gar nichts. In letzter Zeit warst du ein wenig durcheinander. Durcheinander? Ich habe versucht zu überleben. Wenn du Angst hast, dass ich verzweifle, könntest du uns helfen. Etwas Geld leihen. Wo ist es hin? Was ist jetzt passiert? Ich kann nicht, Tyler. Hey, aber wir waren doch so nah dran. Sie weiß es vielleicht schon. Sie will nicht, dass er es weiß. Oder? Tut mir leid. Ich bin fertig. Eigentlich wollten die heute auch nur aufs Sofa. Du gibst einfach auf? Einfach so? Das kannst du nicht tun. Wir schulden es ihr. Marianne ist tot, Tyler. Und nichts, was wir tun, kann das ändern. Geh nicht. Bitte. Du kannst nicht weglaufen, Ellie. Sonst wird es bloß noch schlimmer. Das ist nicht so gut. Autsch, pass auf, du trittst mir auf den Fuß. Kannst du hören, was sie sagen? Still, wir wollen nicht, dass Mom uns hier erwischt. Es gibt kein Geld. Ich habe dich nie um irgendwas gebeten, aber jetzt brauchen sie dich. Das wird nicht passieren. In dieser Scheune habe ich alles, was ich brauche, um dich dran zu kriegen. Und was bitte glaubst du passiert danach? Was meinst du damit? Also, wenn diese Kinder einen Vater haben, meinst du wirklich, irgendein Gericht wird sie in deine Obhut belassen? Nein! Du hast kein Recht auf meine Kinder! Verschwinde von meinem Grundstück! Jetzt! Wenn du je hierher zurückkommst, dann werde ich dich umbringen! Allison? Zu viel. Oh. Kapitel 2 abgeschlossen. Also wir sind nah dran. Was vermutet ihr denn, wer der aber schreibt es in die Kommentare, würde ich sagen. Uiuiuiui. Da wollen wir mal schauen, was so unsere Entscheidungen für Konsequenzen hatten. Tyler war erleichtert, dass Allison seine Erinnerungen ausgewählt hat. Ich hätte auch lieber Allisons Erinnerungen ausgewählt. Tyler fühlt sich ernst genommen, als Allison die Wohnungsbesichtigung ablehnte. Ah, cool, haben Termin. Was? 34%? Ah, ihr kleinen Fius.
Allison schöpfte Hoffnung auf eine heile Familie, als Tyler Eddie verzieht. 80% haben Eddie verziehen, 20% haben ihn nicht verziehen. Ich kann die 20% echt verstehen. Eddie war gerührt, dass Tyler ihm verzieh. Ja klar, das hatten wir ja gerade. Maike war es peinlich, als Tyler ihm einen Korb gab. 20% haben mich als Kompliment angenommen. Ich hab doch sein Kompliment angenommen. Es war nur so viel. Spur zurück, guckt euch den Part davor oder davor an. Keine Ahnung, wie weit, was, wann. Aber er hat angefangen von wegen, ja, und meine Freunde könnten deine Freunde sein. Eine ausgewählte Familie ist die beste. Wir unterstützen uns. Ich bin Best Buddy mit Officer Brown, mit dem wir gerade erst wieder warm werden. Das war einfach alles zu viel. Hey, ich möchte unbedingt, dass du mit mir in eine Wohnung ziehst, mit deiner Schwester zusammen. Dann können wir Zeit zusammen verbringen. Und weiß ich nicht, das war... Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Zu viel. Dafür, dass Tyler ja selber von sich vorher noch behauptet hat, ja, ich habe das gut gefunden, dass nur du und ich da warst. Ich wollte gar nicht so viel Zeit mit anderen, mir hat das gereicht. Und ich denke, dass er vielleicht auch generell eher ein Typ ist, der nicht so, obwohl das dagegen spricht mit diesen Unternehmungen. Aber die hat er frei gewählt, hier wurde irgendwo reingezwungen. Das hat sich, nein, das war nicht gut. Sorry, ich bin bei den 20% hier, vollkommen. Deshalb war dankbar, dass die Zwillinge den Kontakt gehalten haben. 81% und 90% haben ihn nicht verziehen. Ich kann beides so verstehen. Ich finde es krass, dass diese Zahl so hoch ist mit diesem Verzeihen. Weil ich würde tatsächlich im echten Leben eher zu Nicht-Verzeihen tendieren, weil sie echt kritische Ansichten hat. Und das muss man hier auch mal ganz klar sagen. Das, ach, nee. Sie war nicht einverstanden damit, dass Tyler Tyler ist. Sie ist nicht einverstanden mit Homosexualität. Sie zwingt den Jungen, der bei ihr arbeitet, dass er das geheim hält. Also so gut es halt geht, in Anführungszeichen. Also ich finde das nicht in Ordnung. Sorry, ich kann das total verstehen, wenn man sagt, okay, pass auf, bis auf bei dir einkaufen gehen möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Und Real Talk, ich würde die nicht wählen. Auf gar keinen Fall. Wer weiß, boah, nee. Naja, ihr wisst schon. Damit entlasse ich euch, würde ich sagen, in den Abend und ich wünsche euch Spaß. Da ist noch was. Sieh mal. Was meinst du? Sollen wir dem nachgehen? Ich glaube, die listigen Kobolde müssen weiter herumschnüffeln. Ich glaube auch. Dann los.